Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Jo. Da vorne ist unser Opfer und ich möchte vorher noch gern seinen Hund ausschalten. Nach Möglichkeit. Ich hoffe, ich kann ihn alleine pullen. Das wäre ganz super. Ja, das ist sehr gut. Dann können wir uns nämlich um den Schattenwort dort kümmern. Das Dämonenvieh steht. Oh, und ist schon soweit. Und ist schon soweit. Schattenwort des Wahnsinns. Okay, der hält fast nichts aus, ne? Du kannst mir ruhig helfen, Horas. Horas. Genau. Und hin ist er. Also das war jetzt mehr als wie leicht. Einen Schädel erhalten. Rohes, schwarzes Herz erhalten. Sehr gut. So, den Höllenhund, den rauben wir auch aus. Und dann schauen wir mal die armen Tropfs hier, ne? Ein paar Soldaten, die hier leider verstorben sind, ne? Schlangenwurz. Da hätten wir Jade, das hat man damals schon gesehen. Das bauen wir natürlich alles ab. Der war jetzt echt einfach, der Schattenlord, muss man echt sagen. Den haben wir jetzt echt verhauen. Ich mag unsere Waffe. Tja, aber gegen Flammenschwert ist nichts einzuwenden, oder? Ich werde das dann versuchen zu bauen, was wir im letzten Part hier gefunden haben, ne? Also zu bauen ist falsch gesagt, wir haben die Waffe ja schon. Sie gehört nur aufgemotzt. So, du bist auch noch einer. So, ich glaube, jetzt haben wir es, ne? Noch mehr Jade gibt es hier, glaube ich, nicht, ne? Nein, nein, nein. Glaube ich nicht. Gut, dann hätten wir das. Dann zurück zu die Burschen. Tun wir das schön speichern. Neuer Spielstand. Also hier das Sechser. So. Und zurück zu die Herren. Das müsste nämlich Quest. Genau. Abgeschlossen. Zack, zack. Und gehen wir mal zu den Burschen. Dann kriegen wir unsere 250 Goldmünzen, hoffe ich mal. Sonst müssen wir ihn halt nochmal verhauen. Dann gibt es uns sicher. Hoffentlich. Ja. Sehr gut. Da müssten wir hier auch schergenfrei sein. Normalerweise. So. Aber der Mendoza. Der ist so ein Kerl. So, also. Fertig sind wir. Die Mangroven sind wieder sicher. Der Schattenlord ist erledigt. Ja. Du erwartest doch nicht, dass ich dein Gequatsche glaube, oder? Genug schon. Gegenfrage. Soll ich dir noch einmal meine Schlagkraft unter Beweis stellen? Schon gut, du Held. Hier, ja? Hast es dir ja verdient. Danke. Sehr gut. Das heißt, dass wir jetzt hier fertig sind, ne? Sehr, sehr gut. Dann ist die nächste Station, würde ich meinen, Andigua. Dann können wir auch das hier mit dem Erbe vielleicht fertig machen. Blödsinn, die Krabbeninsel wollte ich jetzt zuerst. Genau, die Krabbeninsel zuerst. So war das. Zack, Ruderboot an Bord gehen. So, jetzt leckt ein kleines bisschen. So, mal kurz klupschen wegen dem Schatz, die Krabbengeschichte, genau. Seekarte, zack, zack. Sollte machbar sein. Die kleine Insel werden hier, glaube ich, stranden. Dann müsste ich es schaffen, hierher zu schwimmen. Da oben wär's. Ja, probieren wir es einfach mal. Wir haben hier nichts zu verlieren. So, also das Steuer. Wir stechen in See. Zur Krabbeninsel, bitte. Adios. Ciao, ciao. Bis nächstes Mal. Wiedersehen. Waren Sie es gut? Ja. Tja. Perfekt. Du verlässt Takarigua. Jetzt sind wir auf unserer Begräbnisinsel, auf unserer... wie soll man das sagen? Geistentwendungsinsel. So. Zum Nordstrand, zum Südstrand. Auweia. Nordstrand, wenn, ha? Probier ich mal. Bin ich hier richtig?
Das war tatsächlich geografisch richtig. Ich schmeiß mich weg. So, dann probiere ich mein Glück. Hä? Was ist da? Ein Sandteufel. Oh. Ja? Gern geschehen. Dann werde ich mal versuchen, hier rüber zu schwimmen, ne? Vielleicht klappt's ja. So, ja, das haut schon mal gut hin. Gut. Natürlich ist es wieder stockdunkel. Ich hoffe, ihr seht's noch genug. Ich werde mich mal hier am Strand ein wenig aufhalten. Vielleicht... War ich hier nicht schon? Ich wollte nämlich sagen, vielleicht finde ich hier noch die eine oder andere Muschel an. Aber jetzt schaut es eigentlich schon so aus, als wenn hier nichts mehr wäre. Na, 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 vielleicht ist auch nur der Schatz hier. Platsch, platsch, platsch. Hier ist mal jemand gelandet. Was ist hier? Ein Ring. Ring der Täuschung. Okay. Okay, ich war hier definitiv noch nicht. Oder ich habe das übersehen. Das kann auch sein. Aber hier geht's jetzt rauf. Da probieren wir jetzt unser Glück. So. Ich bin ohne Begleitung, ne? Fällt mir gerade ein. Ich bin schon so gewohnt, dass Horas uns begleitet, dass ich immer vergesse, ihn einzuladen, mitzugehen. Aber mit ein bisschen Glück passiert mir hier jetzt nichts. Ah, hier schläft was. So. Ein Scavenger. Hier krummelt irgendwas, oder? Da schläft jemand. Tschüss. Au. Alter, du Mistvogel. So. Ich habe in irgendjemanden schnarchen gehört. Habe ich mir das nur eingebildet? Oh, Ruck. So. Roher Fisch. Noch mehr roher Fisch. Teleportstein. Wasser. Wein. Pilz. Eine Truhe. Gold und gehärtete Krabbenschale. Plus 10 kugelsicher. Sie ist unzerstörbar. Wunderschön. Sehr gut. So, das wollte ich haben. Dann würde ich sagen, das speichern wir schön. Und dann sind wir hier auch schon fertig, glaube ich. Krabbenküste. Doch nein, Kristallportal Krabbenküste. Nix damit fertig. Nix damit fertig. Und zwar, hier gibt es aber keinen Teleport, ne? Das heißt, ich muss zu Fuß gehen. Wenn ich jetzt hier bin, komme ich da schlecht hin, oder? Das heißt, ich muss wieder rudern. Ich muss zurück zum anderen Strand. Toll. Boah, überlebe ich das, wenn ich hier runterpurzel? Ich hoffe. Boah, langsam. Langsam, langsam. Dann schwimmen wir mal. So, was haben wir hier? Gibt es hier irgendwas umsonst? Nicht so wirklich, ne? Auch nichts zum Looten. Dann gehen wir weiter. In dem Fall schwimmen wir weiter. So, dann müssen wir zum Südstrand. Den ganzen Weg raufhatschen. Du liebe Zeit. Sehr schön. So. Ja. Halt. Roher Fisch. Ich hab dich gesehen. Noch einer? Na. Doch, hier war was. Ich denke immer, da leuchtet eine Schrift auf. Dabei ist es von dem... von der Wasserspiegelung. Also, zum Nordstrand. Hä? Ich bin ja gerade beim Nordstrand, oder?
Ach, so ist das gemeint. Hallo. Hier, Seelenstaub. Nein, passt schon. Komm mit. Ja, ich probiere ihn mal aus. Komm mit. Gut. Ich probiere ihn mal aus. Zum Südstrand. So, jetzt müsste es passen. So. Ich probiere ihn jetzt einfach mal aus. Mal schauen, was er kann. Ob er überhaupt irgendwas kann oder gar nichts. Dann würde ich sagen, wir rennen da mal hoch. Da ist noch eine Muschel für uns. Dauert jetzt ein Weilchen, bis wir oben sind. Weil wir ganz rauf müssen. Dunkel wird es auch noch. Bis wir, glaube ich, oben sind, ist es eh wieder hell. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Ja, servus. Guten Tag. Guten Abend in dem Fall. Ja, ist ja finster gerade, ne? So, unser umgestürztes Bäumchen. Schön morsch. Ja, das ist jetzt echt ein schöner Fußmarsch. Wow. So. Ging es hier nicht schon rauf oder bin ich da verkehrt? Da müsste... Ja, das passt schon. Genau, hier waren die Piraten. So. Die haben jetzt aber nichts mehr für uns da, oder? Nein. Lagerfeuer, ich könnte. Proviant habe ich genug. Brauche ich jetzt nicht unbedingt eins machen. So, jetzt müssten wir hier durch, normalerweise. Und dann sind wir ja schon dort, wo wir unsere Seele verloren haben. Da müsste, glaube ich, auch ein Schattenlord sein. Deshalb werde ich jetzt mal speichern. Oder war das ein anderer Scherge? Ich glaube schon ein Schattenlord. So ein grausliches Ungetüm. Genau, da sind wir auch schon. Da sind uns ja Höllenhunde begegnet. Wisst ihr bestimmt noch. So, ist Mendoza noch hier? Ja, der sprintet Vollgas nach. Sehr brav. Für den Geist hat er eine gute Ausdauer. Ja. So. Ja. Da kommt er. Jawohl, da ist er schon. Der Schattenlord des Hasses. Wow. Au. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Huch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nochmal. Entschuldigung. Laden? Ja. Hier. Oder geht das hier schon? Ich hoffe, dass es da passt. Oh, oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, tatsächlich. Dass der mich jetzt so schnell wegputzt. Okay, der ist schlecht gelaunt, tatsächlich. Ich sollte hier... Mann, ich sollte mich hier ein wenig anschleichen, glaube ich. So, also hier nochmal speichern. So, und dann probieren wir unser Glück. Hier ist es zu laut. Kuckuck. Hallo. Du Mistvieh sollst mich kennenlernen. So, einmal angeschossen. Hui. Hui. So, einmal drin gereicht. Jawohl. Schattenzepter, ein Schädel genommen, passt. Hui. Ich glaube, ich habe sogar einen Rum zu viel gesoffen. Aber das ist mein... Upa, da sind sie ja. Das, mit dem habe ich jetzt nicht gesehen, dass da noch eine... Au, einer ist, meine ich. Au, au, au. Hallo, Mendoza? Alter. Alter, du Mistviech, aber jetzt bist du dran. Keine Zeit, sowas. Ja. So. Darf ich jetzt das kaputt machen, bitte? Ja, mach das hin. Sehr gut. Jetzt habe ich mich gerecht. Jawohl. So, jetzt ist es soweit. Ich werde dich verlassen. Unsinn. Du kannst nicht gehen. Ich habe deinen Seelensplitter. Du hattest ihn.
Bones war so freundlich, ihn mir wiederzugeben. Bones hat was? Reg dich nicht so auf. Ist nicht gut für deinen Blutdruck. Ich würde ja gerne noch mit ansehen, wie sie dich in Stücke reißen, aber das dauert mir zu lange. Wir sehen uns im Schattenreich, du Mistkerl. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Bones, du bist gemein. Naja, was soll's. Kann ich jetzt das wohl noch machen mit meinem Papa? Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der... Okay. Ich hoffe, ich kann es jetzt noch machen mit Stahlbart. Mit dem Traum und so, dass man die Seele binden... Also länger im Gespräch halten kann. So, wenn ich jetzt hier mich wegporte, passt das so? Ich schaue nochmal kurz logbuchmäßig. Reich des Schattens, da dürfte nur mehr Antigua fehlen, genau. Krabbeninsel ist sonst normal nichts mehr. Kurbelwelle war auf Kalador, das Ornament Kalador, Glasauge Kieler. Nochmal Kieler, Schwert aus Glas ist auf Antigua. Hier haben wir Taranis und nochmal Taranis. Passt. Haben wir's. Passt. Dann darf ich mich wegporten. Seekarte. Ich hoffe, dass das klappt. Ich kann mich gar nicht porten, ich bin doof. Oh Gott, ich muss das alles wieder runterlaufen. Oh, das ist übel. Naja, wenigstens haben wir das erledigt. Okay, Mendoza ist weg. Das ist jetzt aber nicht schön. Um nicht gar zu sagen, dass das scheißlich ist. Ich hoffe nur, dass ich mir da jetzt selber nichts, also questmäßig jetzt vorweggenommen habe. Das wäre schlecht. Naja, was soll's. Jetzt rennen wir halt den Weg wieder runter. Haben wir eh nichts Besseres zu tun. Und, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir nach Antigua. Dann hätten wir Antigua auch schon fertig. Und dann, glaube ich, dürfen wir die Gnomeninsel machen. Also die Insel der Diebe. Halt, da ist eine Fackel. Also die Insel der Diebe werden wir dann machen. Und dann noch die Nebelinsel erkunden. Grüß euch. Und ich glaube, das war's dann. So. Quack, quack. Schöne Papageien. Die haben hier ein schönes Leben. Keiner, der sie stört. Auch kein Ungetier mehr. Kein Schattenlord, nichts mehr. Jetzt können sie wirklich in Frieden leben. Da werden sie froh sein. Na, 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 na. Sehr gut, sehr gut. Jo. So, gleich haben wir es geschafft. Gleich sind wir am Boot. Dann können wir hier vertuften. So. Bitte zurück an Bord. Ich muss mit einem gewissen jemand sprechen. Bones. Es fehlt jemand aus der Crew. Es fehlt jemand aus der Crew. Ach ja? Mendoza ist weg. Hm, ich weiß. Ich habe Mendoza seinen Seelensplitter wiedergegeben, sodass er verschwinden konnte. Ich schätze, den sehen wir nicht wieder. Du hast Mendoza seinen Seelensplitter wiedergegeben. Warum bitte? Du hast Mendoza seinen Seelensplitter wiedergegeben? Ja, tut mir leid. Warum zur Hölle? Ich hielt es für keine gute Idee, Mendoza weiter hier zu behalten. Du bist einfach nicht bösartig und hinterhältig genug für so jemanden an Bord. Er wäre uns nur in den Rücken gefallen. Vielleicht kriegen wir dafür Stahlbart. Warum tötet mich Mendoza nicht? Jetzt hätte er die Chance dazu. Warum tötet mich Mendoza nicht? Jetzt hätte er die Chance dazu. Vielleicht will er, dass du deine Mission zu Ende bringst. Du kämpfst für die Menschheit und somit eigentlich ja auch im Sinne seiner Ideale. Aber wer weiß das schon genau? Danke, der will mich loswerden. Sehr nett, danke Bones. Sehr nett. Naja, was soll's. Also, auf nach Antigua. Antigua, hier. Das Piraten.
Die Pirateninsel. So. Diesmal vergesse ich dich nicht. Was denkst du über diesen Ort? Was denkst du über diesen Ort? Die Piraten wissen, wie man lebt, was? Die Jagd nach Reichtum und Ruhm ist eine lebenfüllende Aufgabe. Trifft sich gut, dass sie dabei so gute Seefahrer sind. Vor allem dann, wenn man den Hals nicht vollkriegt. Komm mit. Komm mit. Jawohl. Und dann gehen wir gleich an Land, wie es gehört, zum Weststrand halt. Warte. Bevor ich das mache. Nein. Ja. Wie schaut es mit der Kurbelwelle aus? Die ist, um Gottes Willen. Hä? Hätte nicht auf Antigua sein sollen? Ach, ich habe die falsche Quest. Entschuldigung. Die Kurbelwelle ist auf Kalador. Jetzt habe ich mich selber gewundert. So, kleine Steintafel. Schwert aus Glas. Schon eher. So. Und zwar Schwert aus Glas hier unten. Das heißt, ich bohre mich gleich mal hier hin. Dann schauen wir mal. Brauche ich das Ruderboot eigentlich nicht verwenden. Da unten. Das habe ich total übersehen, lol. Das Schwert aus Glas. Guten Tag, guten Tag. Hier. Da unten. Lol. Das ist dann wohl die Stadt Antigua auf der Insel Antigua. Ja. Wer sich die Namen ausgedacht hat, sollte hingerichtet werden. Das Schwert aus Glas, das habe ich komplett übersehen. Durch die Wellen, mir wäre das in 100 Jahren nicht aufgefallen. So, passt. Das haben wir auch. Ist somit wieder speicherungswürdig. Nächstes Schatzel. Piratenflagge war falsch. Glasauge ist sonst nichts mehr. Echt? Sind wir fertig? Taranis, Taranis. Kila, Kila. Kalador, Kalador. Okay. Dann fehlt hier jetzt berüchtigte Erblast. Das machen wir noch. Da müssen wir mit Flynn sprechen. Sicher? Probier mal. Vielleicht habe ich das eh schon gemacht und vergessen abzugeben. Das kann mir alles passieren. Wo ist er denn? Also drinnen oder draußen? Ramon? Der müsste drinnen sein, oder? Im Lager, Flynn. Der war ja der Lagermeister hier, ne? Ah, jetzt bin ich umsonst im Kreis gelaufen. Naja, egal. Der müsste hier drinnen sein. Hallo, Flynn. Flynn? Bist du da oben? Dann ist er echt drüben oben. Hä? Flynn? Dann hat dem Hammer ja geholfen, ne? Muss ich dann doch rauflaufen. Halt, was war hier? Eine Blutwurzel. Muss ich doch noch hier rauflaufen. Dann machen wir halt. Flynn. Da ist er. Hallo. Nein, doch. Sicher. Ah, da muss ich das doch erst machen. Wo muss ich dann dafür hin? Nach Kila. Quinn. Oh. Hoppala. Okay. Ups, das mache ich dann ein bisschen später. Oder doch gleich. Machen wir zuerst das Kristallportal, wenn ich jetzt schon mal hier bin, ne? Das war jetzt echt doof. Das wäre jetzt da oben. Oder soll ich jetzt doch zuerst die Erblast machen? Da muss ich nochmal zurück. Verdammt. Da könnte ich jetzt gleich laden, oder? Dann bin ich gleich auf dem Schiff. Ist, glaube ich, jetzt Zeit, Ersparnis mehr. Warte mal. Krabbenküste Antigua. Das müsste hier passen. Ich probiere es mal kurz. Ich hoffe, dass ich mich nicht gebordet habe. Doch. Verdammt. Das. Nee. Dann könnte ich noch probieren, hier die Krabbenküste noch zu laden. In der Hoffnung, dass ich hier schon unten bin. Beim Segel, also beim bei der Schaluppe bin. Scheiße. Das war jetzt nicht... Ja, fast. Fast. Ist okay. Ist okay. Ist verschmerzlicher. Dann muss ich zuerst nochmal zurück nach
Kila. Dort mit Quinn reden. Das war der Quinn. Mhm. An Bord. Zusammenstauchen. Das überspringe ich jetzt. Das hatten wir schon. So. Dann das noch. Das hatten wir auch schon. Und das auch noch. So, passt. Und jetzt aber. In See stechen. Wir müssen nochmal nach Kila. So. Da ist jetzt bei den Piraten. Du kommst mit. Ich nehme dich einfach mit. Komm mit. Ja. Da ist jetzt bei den Piraten ein Typi zum Strand namens Queen. Da drüben. So. Das ist der Bruder von Flynn. Und den müssen wir jetzt da fragen wegen der Erbe. Wegen dem Erbgeschichtel. Slim. Buddy. Oder doch nicht? Warte mal, sicher. Ah, der wird drinnen sein wahrscheinlich. Warte, ich rüste mal kurz die Quest aus. So. Ja, er ist im Schiff drinnen, also im Wrack. Das sollte hier irgendwo du da, ne? Da ist Quinn. Hallo. Was das Erbe angeht. Taschendiebstahl. Könnte man auch. Ja. Danke. Korsarenklinge erhalten. Proviant und Rum. Okay. Was das Erbe angeht. Was das Erbe angeht. Ich weiß von dem zerbrochenen Schwert. Gib mir dein Schwertstück. Ich weiß von dem zerbrochenen Schwert. Gib mir dein Schwertstück. Sagte ich nicht, du sollst mir Flints Stück bringen. Ich hab's mir anders überlegt. Und warum zum Gürger sollte ich dir jetzt meines geben? Weil du sonst in Zukunft nur noch Suppe schlürfen kannst. Weil du sonst in Zukunft nur noch Suppe schlürfen kannst. Aha. So einer bist du also. Ja. Hier, nimm es, du verdammter Halsabschneider. Danke. So, der Flynn ist der Bravere. Der kriegt das. Fertig. So. Ja, was soll man machen? So. Na, 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 na. Na, 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 na. So, und jetzt wieder zurück an Bord. Jetzt können wir richtig nach Antigua segeln, wie es sich gehört. Und, so, Antigua. So, nochmal das Schwert holen und die Erbgeschichte abgeben. Komm mit. Jawohl. Die Schwertgeschichte abgeben und dann den Kristallkopf noch kaputt hauen. Das ist dann wohl die Stadt Antigua auf der Insel Antigua. Ja. Wer sich die Namen ausgedacht hat, sollte hingerichtet werden. Ach, der hat sich's halt einfach gemacht. Das war wahrscheinlich ein Pirat. So, also nochmal das Glasschwerterle, dann die Muschel, eine und noch eine. So. So, Horuk, Horuk, Horuk. So. Als nächstes, Flynn, bist du jetzt herunter oder stehst du immer noch oben? Wegen Finster und so. Ich glaube, der ist immer noch oben. Flynn, das abgeben, sein Erbstückel, dann zur Kristallhöhle hin marschieren. Was war da? Aha, da war eine Truhe. Warte, ich speichere mal kurz. Ich hoffe, mich hört und sieht keiner. Okay, jetzt vielleicht. Nein, so. So und so, jetzt haben wir es. Käse, grob. Käse, Grog, Schreibfeder und Steinfaust. Eine Rune. So. Rune. Horuk. Flinny Boy. Bist du hier? Verdammt. Der ist nie da, wenn ich ihn brauche. Ist er schlafen gegangen wahrscheinlich. Ja, dann müssen wir halt, ne? Die Quest ausrüsten, damit ich ihn finde. So. Meh? Das war's schon? Ich dachte, ich muss ihm das geben. Quest ist weg. Okay. Dann halt nicht. Vielleicht. Das verwirrt mich jetzt.
Das verwirrt mich jetzt. Das muss ich schon sagen. Piraten, die trinken? Sachen gibt's. Mach dich nur lustig. Das haben die hier bestimmt gerne. Zack. Okay. Puh. Ich dachte, wäre vielleicht hier. Taschendiebstahl. Danke. Federohrring. Ich tue, was Admiral Alvarez befiehlt. Piratenehrenwort. Brav. Das wollte ich gerade nicht. Viele finstere Gesellen sind da draußen unterwegs in diesen Tagen. Ja. Ich wollte noch ein bisschen Taschendiebstahl. Ja, Entschuldigung, es war der Verkehrte. Dich. Dieses Mal versaufe ich nicht alles. Versprochen. Ja, bist du in der Schule stirnhagelvoll. Sehr schön. Na gut, dann würde ich sagen, der Part wäre auch zu Ende. Können wir ihn beenden. Vielleicht kommt, steht dann Flynn auch auf und dann können wir mit dem noch vielleicht reden wegen seinem Erbe. Keine Ahnung, ich habe jetzt echt gedacht, der wäre hier irgendwo. Aber nachdem es keine Quest mehr gibt, kann ich jetzt selber nicht sagen. Nehmt das halt jetzt einfach mal mit. Die Truhe ist leer. Da war ein Schinken. Da drüben, glaube ich, ist noch was. Ein Stück Brot. Die ist auch leer. Kunst der Alchemie. Ein Apfel ist noch da. Hier steht was von einem Stößel. Den habe ich schon. Ja, genau. Das war jetzt synchron schön. Na gut, dann hätten wir das soweit. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!